Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich gleich zwei Unboxings für dich und zwar habe ich mir geholt die Glossy Box Men und ich habe mir geholt die Glossy Box Young. Also wenn du Bock drauf hast, diese zwei Boxen mit mir zusammen zu entdecken, zu schauen, was sich da drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird in diesem Video auch eine Verlosung geben, denn ich habe tatsächlich auch die Glossy Box Young zweimal geholt. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox, schau da gerne einfach mal vorbei. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Manbox. Die bekommt man ohne Abonnement für 15 Euro pro Box. Hat das gleiche Format, die gleiche Größe, aber eine andere Farbe wie die Glossy Box an sich. Ne? Also die ja, ganz normale Abo-Box. Sammy ist hier auch am Start. Tap, tap, tap. Ja, und guckt sich das Ganze an. Die Glossy Box Men erscheint auch nur 3- oder 4-mal im Jahr. Also das ist eher so eine jahreszeitenbezogene Box. Und jetzt haben wir halt den Sommer. Und ja, von innen sieht die einfach aus wie eine Glossy Box an sich auch. Nur halt, dass du anstatt von dem rosanen Design dieses, ja, gräulich, oliven, leicht grünstichige irgendwas hast. Genau, wenn man sie öffnet, hat man dann hier einmal ein Seidenschleifchen, dann ein Flyer, wo drauf steht, was drin ist. Und ja, genau, ansonsten halt ähnlich aufgebaut wie eine Glossy Box an sich. Dann öffnen wir einfach mal das Schleifchen und werfen einen Blick hinein. Ich finde es ganz cool, dass es tatsächlich auch eine Box nur für Männer gibt, beziehungsweise mit eher männlichen Produkten. Denn ich weiß, dass es durchaus auch Männer gibt, die Glossy Box an sich abonniert haben. Das ist interessant, aber es ist so. Und hier haben wir dann den Blick in die Box und die sieht schon mal richtig gut gefüllt aus. Die ließ sich auch nicht schließen, das fand ich auch interessant. Und das ist die Cool Summer Edition. Heiße Tage, laue Nächte, eine kühle Sommerbrise zwischendurch und deine neue Glossy Box Men. Was braucht man, in Klammern noch ein N, mehr? Entdecke jetzt die Pflege-Must-Haves für deinen perfekten Sommer, die dir nicht nur eine gewisse Coolness verleihen, sondern sich mit Leichtigkeit und minimalem Aufwand um deine Haut sowie dein Haar kümmern. It's gonna be a cool summer. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Men Team. Finde ich sehr, sehr cool und im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen schauen wir einfach mal, was sich in der Box verbirgt. Als erstes haben wir hier ein Produkt, was relativ hochpreisig ist, weil die Marke kenne ich auch. Das ist die Marke Mud Masky, die Hair Mask Sculpt Treatment and Miracle Shampoo 3-in-1 Formula. Und ich meine, dass ich das tatsächlich auch schon mal in einer Frauenbox mit drin hatte. Das soll, glaube ich, genau, Sculpt Treatment, das ist quasi auch für die Kopfhaut. Ich weiß nicht mehr, wie genau ich das fand. Ob ich das gut fand? Ich glaube schon. Das kann man halt wirklich auch unisex verwenden. Das balanciert den pH-Gedönsen aus, repariert das Haar, stärkt das Haar, hydratisiert das Haar, durchfeuchtet die Kopfhaut und Dandruff Control. Ich weiß nicht, was Dandruff heißt. Dandruff. 24 Euro kostet das Ding, krass. Parabenfrei und sulfatfrei, marokkanisches Arganöl, marokkanischer Schlamm ist damit drin, Blütenextrakte und wirkt gegen Schuppen. Sind dann Druffs, dann Schuppen? Sammy, du flasht hier gerade schon wieder das Video, merkst du das? Genau, mach einen Sitz. So, das nächste, was wir hier drin haben, ist auch so ein Klassiker und zwar von Rituals, The Ritual of Samurai, ein Eisschauergel. Das ist eine kleine Probiergröße. Das werde ich zur Seite legen für ja, meine Familienverhältnisse. Leute, ihr kennt das. Das ist von meiner Schwiegermama in Spe, der Lebensgefährte. So, 10 Milliliter sind hier enthalten und das ist halt auch so ein Cooling-Schauergel. Deswegen Cool Summer passt auf jeden Fall. Dann haben wir hier eine Zahnpasta. Zu Zahnpasta sage ich nicht mehr viel. White Now Infinite Shine. Habe ich auch schon mal verwendet. Das ist diese hier. Finde ich, hat in einer Männerbox von der Farbe her nun mal überhaupt gar nichts zu suchen. Aber hey, es ist eine Zahnpasta. Ohne Worte. Dann haben wir von Jean and Len oder Jean and Len Pflege für Männer Gesichtscreme Freshen Up mit Hydrokomplex. Das ist diese hier. Jean and Len oder Jean and Len ist eine Marke, da hatten wir auch schon einige Produkte in Frauenboxen mit drin, die ich ganz ansprechend fand, aber ich glaube noch nie großartig verwendet habe. Das scheint auch eine Full-Size-Größe zu sein. Das sind 50 Milliliter hier enthalten. Juti, dann haben wir hier ein, ja, das bekommt mein
Stiefpapa, genau. Männermaske, Soforteffekt von Schäbens, 48 Stunden Feuchtigkeitsturbo und Regeneration. Das ist cool. Das, ja, ne, ist eine Maske. Männermasken sind toll, das sind zwei Sachets in diesem Ding. Zellbooster, siribischer Ginseng, Taurin für alle Hauttypen. Cool. Wird er sich drüber freuen, denn ihn habe ich mittlerweile echt schon dazu gekriegt, dass er sehr gerne auch mal Gesichtsmasken macht. Feier ich. Gut, dann haben wir hier von Isana Men ein Bartbalsam. Nein, ein Premium-Bartbalsam mit Guarana-Extrakt. Jo, ne, dass irgendwas für ein Bart mit dabei ist, habe ich mir schon gedacht. Werte sind halt irgendwie bei Männern auch aktuell sehr, sehr angesagt und auch diese Bartpflegeprodukte. Und sei es, dass man dann ein Bartserum, Bartöl, Bartkamm, irgendwas für ein Bart hast du immer irgendwie in diesen Männer-Beauty-Boxen mit drin. Das scheint auch eine Originalgröße zu sein mit 50 Millilitern. Das ist vegan und eine Tube für einen geschmeidig weichen Bart. Mildert Juckreiz und Spannungsgefühle, spendet intensive Feuchtigkeit für ein perfektes Aussehen ohne großen Aufwand, für jeden Haut- und Barttyp geeignet. Ja, vielleicht bekommt das sogar mein Patenonkel, denn der hat so einen richtigen originalen Bart. Richtig geil. Ne? Das wäre ja ganz cool. So, dann haben wir hier noch ein letztes Produkt drin, aber ich glaube, das hat mein Freund schon, von Maddox & Mills Cool Craft Aromatic Crisp. Das ist ein Eau de Toilette. Das ist ein Parfüm, Leute. Und zwar ein sehr, sehr großes mit 60 Millilitern. Das lasse ich auch tatsächlich noch verschlossen, weil ich bin ehrlich, solche Produkte verschenke ich doch sehr, sehr gerne weiter. Mein Freund hat das Boss bottled und seitdem er das mal vor ein paar Jahren von mir geschenkt bekommen hat, will er auch eigentlich nichts anderes mehr. Und das ist eigentlich so ein perfektes Produkt, was man schön verschenken kann. Ja, aber das hatten wir auch schon mal in der Box mit drin. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal duftmäßig ausgetestet. So würde es dann quasi im Flakon aussehen. So ein schöner blauer Flakon. Finde ich auch sehr ansprechend. Aber 5,95 ist ja mal super günstig. Krass. Ja, und das waren jetzt alle Produkte. Freu dich auf diese Produkte in deiner Box. Ja, wir haben uns drüber gefreut, ne? Wir hatten jetzt ordentlich viele Produkte drin. 15 Euro habe ich bezahlt und ich finde, dass sich das auf jeden Fall dann auch immer wieder rechnet. Deswegen coole Box, hat mir gut gefallen. Packe ich jetzt erstmal an der Seite, weil wir uns jetzt die Young Box angucken. Ich mag das auch, diese Special Boxen, sowohl Young als auch Men, als auch später Adventskalender und hast du nicht gesehen, mir dann auch von Glossy Box zu holen. Nicht nur mit Glossy Points, die man sammelt, wenn man zum Beispiel seinen Gutscheincode teilt, was ich hier an dieser Stelle auch gerne nochmal mache. Wenn ihr meinen Gutscheincode verwendet, bekommt ihr die Box im Abonnement. Ein bisschen günstiger und ich sammle dadurch Glossy Points, die ich dann irgendwann halt so in Boxen umwandeln kann oder in was auch immer. Im Lookfantastic Online Shop kann ich damit auch shoppen gehen und ja, damit unterstützt ihr mich und ich kann euch einen Gutscheincode geben. Das ist ganz cool, wenn man nämlich die Glossy Box abonniert hat, dann hat man einfach generell so einen Code und den kann man dann teilen. Deswegen finde ich das gut. So, ja. Cooler Inhalt von dieser coolen Box. Jetzt schauen wir uns mal die Glossy Box Young an und da haben wir das Motto oder steht hier drauf, Eat, Sleep, Travel, Repeat. Ja, das mit dem Reisen wurde jetzt zwar aktuell gelockert, aber ich persönlich bin da nach wie vor etwas vorsichtig und denke eher, dass ich nicht reisen werde. Ich habe meinen Sommerurlaub jetzt ja quasi auch schon direkt hinter mich gebracht und bin nicht gereist und ich habe auch nicht vor, jetzt noch irgendwie groß durch die Weltgeschichte zu reisen. Von der Größe her sind wir hier auch wieder bei dem ganz normalen Glossy Box Format. Wir haben hier eine gelbe, sommerliche, schöne Box und auch die Glossy Box Young erscheint nur alle paar Monate, alle drei Monate glaube ich, dass sie dann quasi viermal im Jahr kommt. Halt auch immer zu den Jahreszeiten. Und eigentlich kommt dann immer die Glossy Box Young gemeinsam mit der Glossy Box Men raus. Und hier haben wir dann den Deckel und das Glossy Box Logo damit drin. Man kann aber diese Boxen auch richtig schön weiterverwenden. So, auch bei der Glossy Box Young oder Young Beauty haben wir kein Häppchen, wo drin steht, was drin ist, sondern einen Flyer. Das ist dieser hier. Und ja, da stehen die Produkte und die Preise drauf. Und hier haben wir dann die Box mit dem Seidenschleifchen, das werden wir öffnen. Und hier haben wir das ähnlich wie bei der Glossy Box World of Beauty Edition, die wir ja im Juni hatten, dass wir hier beim Seidenpapier so einen Weltendesign da drauf haben. Das habe ich ja schon bei der Glossy Box World of Beauty oder so. Ja, bei der Unibox auch so ziemlich gut gefeiert, weil es einfach mal was anderes ist. Das hat jetzt auch die Glossybox Young adaptiert. Und der Klebi ließ sich rückstandslos entfernen. Das finde ich cool. Aha, hier haben wir den ersten Blick in die Box und der wird verborgen von einem irgendwas.
Mach deinen Alltag zu einem echten Beauty-Abenteuer mit deiner neuen Glossybox Young Beauty. Lass dich von Must-Haves aus deiner Box, die auch perfekt für unterwegs sind, zu neuen Looks inspirieren. Lerne, deine Vorzüge ins rechte Licht zu rücken und eigne dir täglich neue Skills an. Sie bereichern deinen Beauty-Alltag und erinnern dich daran, wie schön du bist. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox Young Beauty-Team. Und diese Box habe ich mir für 10 Euro gekauft und genau diese Box habe ich dann jetzt ja auch nochmal in der Verlosung. Und wir nehmen doch erstmal das erste Produkt raus. Das ist dieses hier. L'été arrive et la vie devient facile. Aha, der Sommer ist gekommen und alles fühlt sich leicht an oder so in der... Und das Leben fühlt sich leicht an. Irgendwie so scheint die Übersetzung zu sein. Okay, ach so, das ist eine Tasche, die zweigeteilt ist. Hä? Okay, die ist halt mit so Knöpfen aneinander verbunden. Die könnte man jetzt theoretisch öffnen. Aha. Ja, gut. Gut. Und dann sind das halt so durchsichtige Taschen, die du dann verwenden kannst, wenn du zum Beispiel fliegst oder so. Das finde ich ganz nett. Ja, Sammy, ich weiß. Ich habe leider keine Box heute für dich mitgenommen. Aber Glossybox hat leider noch keine Hundeprodukte rausgebracht. Schade, ne? Aber gut, so sieht dann die Box aus vor allem, ne? Die Tasche aus. Wenn du theoretisch jetzt das hintere Ding abmachst, dann hast du auch nur dieses mit diesem Spruch drauf. Aber ich persönlich würde die halt auch zusammen verwenden. Hier unten hast du so ein, ja, weiß nicht, PU ist es ja, ne? Polyurethan-Gedöns. Das ist halt auch irgendwie nicht unten reißt oder so. Das hast du auch oben nochmal aufgegriffen. Finde ich ganz schön. Ich werde sowas verwenden für irgendwelche Tauschpakete oder so, dass ich da Produkte reinmache. Weil ansonsten benötige ich persönlich solche Taschen nicht. Ich benutze sie einfach als Geschenktäschchen quasi. Deswegen. Weil ich nicht verreise oder so, ne? Da bin ich ja Heimscheißer. Genau, dann haben wir hier als erstes einen, oder als zweites ja eigentlich, von Alverde im Duett mit Vanessa Mai, Wolke 7. Das ist so ein Duo-Highlighter. Das ist ein sehr silbriger und ein sehr goldener. Und den hatte ich schon mal. Ich fand den aber zu hell bzw. zu dunkel. Also den fand ich wirklich zu silber, zu unnatürlich für mich, für meine Hautverhältnisse und den da unten drunter fand ich einfach zu dunkel. Das heißt, dass sie wird demnächst mal in eine Verlosung wandern. Ich habe witzigerweise jetzt gerade aktuell hier auf meinem Schminktisch stehen von Vanessa Mai im Duett mit Alverde den Wolke 7 Lippenbalsam oder das Lippenöl Kirsche. Das hatten wir auch mal in der Box mit drin, glaube ich. Ziemlich cool. Ja, hier haben wir ein Produkt drin und zwar Color Corrector Airbase High Definition Airbrush Make-up. Was ist das denn? Das ist eine grüne Paste, die schon etwas runtergerutscht ist. Das ist crazy. Airbase Make-up, das kommt aus England. Das sagt mir überhaupt gar nichts. Und damit könnte man dann theoretisch Color Correcting machen. Also hier das so draufgeben, dann eintapern und dann Concealer drüber geben, um dann eine höhere Deckkraft zu bekommen. Werde ich auf jeden Fall mal austesten. Warum eigentlich nicht? Riecht noch nicht wirklich irgendwas. Hat so ein mini kleines Applikatorfüßchen. Und es ist halt grün, ne? Ja, das wird ausgetestet. Was, Sammy? Das wird ausgetestet. Nicht an dir. Keine Sorge, Maus. Keine Sorge. Nein, 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 nein. So. Dann haben wir hier ein Labello drin. Das ist eine Limited Edition und zwar die Dream Big. Das ist ein Lippenpflegestift mit Vanillearoma, 24 Stunden Pflege und Schutz. Und das ist ohne Mineralöle. Na guck, Pastel Dreams nennt sich die Limited Edition. Und ich habe hier Pastel Lila. Ich hoffe, der ist nicht lila auf den Lippen, Leute. Hilfe. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Lippenpflegestift. Auch der bleibt zu, weil ich habe jetzt hier noch das ein oder andere offen. Dann habe ich hier von The Beauty Mask Company eine Tuchmaske mit grünem Apfel und... Nee, mit Apfel und grünem Tee. Das ist die Detox-Variante. Ich glaube, die hatte ich schon mal. Sowas mag ich sehr gerne. Ich liebe Tuchmasken. Wirklich, wir sind so miteinander. Und die von The Beauty Mask Company, die vertrage ich auch richtig gut. Die gibt es ja auch so im Rossmann zu kaufen, deswegen, das finde ich klasse. Die ist vegan, Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. Jo, ne? Das ist gut. So, und das Produkt, was die Box sehr gefüllt hat und extrem schwer gemacht hat, ja, ist Mouthwash Sensitive und zwar von Jean oder Jean und Len Alchemist 300 ml von einer
ja, Mundwaschspülung, und das finde ich ganz gut, denn ich habe aktuell gar keine da. Das ist die scharfe Edition. Softies verdünnen eine Kappe Mundspülung mit circa einer Kappe Wasser. Okay, also am besten, Shake It Baby steht hier oben übrigens drauf, richtig geil. Am besten dann halt nicht so verwenden, sondern dann halt wirklich ein bisschen verdünnen. Das ist mit Eukalyptusöl und Salbei-Extrakt und das soll Karies-Schutz geben. Ohne Parabene und vegan. Nett. Das wird auf jeden Fall getestet. Das werde ich dann auch verwenden. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich ein Softie bin oder nicht. Boah, ja. Eukalyptus, moin. Das riecht wirklich wie Sauna. Kannst du so als Saunaaufguss nehmen, 1A. Ja, finde ich auch cool. Also da sind auch praktische Dinge drin. Also ich persönlich finde auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Glossy Box Young Beauty recht gut ist. Die Box kannst du auf jeden Fall in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht, wie gesagt, unten in der Infobox. Das war jetzt auf jeden Fall mein Unboxing zu den beiden Boxen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!